Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Top 100 Lieblingsfilme. Heute mit Platz 27, dem Jugendfilm oder wie sagt man, der Teenie-Komödie, so klingt es glaube ich besser. Ferris macht blau. Ja. Von John Hughes gedreht. John Hughes war in den 80ern, obwohl er damals grob geschätzt irgendwas in den 30ern oder so war, war er sozusagen die Stimme der Jugend. Denn er drehte mehr oder weniger am laufenden Band Filme, die ja eigentlich so für die Teenies gedacht waren, in denen sich die Teenies zumindest der damaligen Zeit, und ich denke heute passt das auch noch hier und da, verstanden fühlten. Es ging um, ja, wie soll man sagen, das Übliche im Grunde, so Liebe, um Schule, um Freunde, die Probleme, die damit zusammenhängen, wie man versucht, langsam erwachsen zu werden und was das alles auf sich hat. Und einer seiner größten Knaller ist definitiv Ferris macht blau. Ja, oder wie im Original heißt, Ferris Bueller's Day Off. Ne, also sein freier Tag sozusagen. Machte Matthew Broderick zu einem Riesenstar. Ferris ist ein Junge, der ja mit allem gesegnet ist, eigentlich, was man haben kann. Reichen Eltern, die ihm alles glauben, was er sagt. Und seine Mitschüler fressen ihm auch aus der Hand. Er ist der ultimative Held an der Highschool, egal worum es geht. Er kriegt es gedeichselt. Er, ja, keine Ahnung, er kommt mit allem durch. Und heute beschließt er einfach mal, ich brauche einen Tag Urlaub. Ich tue so, als ob ich krank bin, schnapp mir meinen besten Freund, schnapp mir meine Freundin und fahre nach Chicago. Also er wohnt in einem Vorort von Chicago. Keine Ahnung welche. Vielleicht kommt der Film raus, aber wenn's, dann habe ich es jetzt vergessen. Und ihm immer dicht auf den Fersen ist Direktor Ed Rooney. Dargestellt von, ich habe seinen Namen vergessen. Jeffrey Jones, sorry. Jeffrey Jones, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, einem der Schauspieler, die ich wirklich mag, den mag ich so sehr, dass ich glatt seinen Namen vergessen habe für eine Sekunde, steht auch hier nirgendwo drauf. Also da muss ich ja mal sagen, schlecht gemacht. Hier steht, der steht wirklich nirgendwo. Ja, also Ed Rooney, er ist der Direktor der Schule und er würde dafür sterben, endlich mal Ferris dran zu kriegen, ihn wirklich, ihm zu beweisen, dass er die Schule geschwänzt hat, dass er vielleicht sogar noch andere Sachen gemacht hat. All das einfach, um den Kindern der Schule zu zeigen, dieses Beispiel, das er gibt, ist kein gutes und nehmt euch an ihm kein Beispiel, macht wirklich euer eigenes Ding, lernt fleißig und sowas. Ne, der ganze Blödsinn, mit dem einen Erwachsenen immer zuhämmern, genau das, all das projiziert er auf Ferris und möchte ihn deswegen dran kriegen. Der Film bezieht seine Komik aber nicht nur darüber, dass ihm halt der direkt so auf dem Fersen ist und da ich möchte mal sagen, so Inspektor Clouseau-Manier von einem Fettnäpfchen ins andere springt, sondern es geht eigentlich wahrscheinlich eher darum, dass ja, Ferris damit wirklich durchkommt. Er hat einfach ein tolles Leben. Okay, das Auto, die fahren da mit einem super teuren Ferrari durch die Gegend, ist natürlich nicht seins und so, aber er kommt einfach damit durch, er kann das machen und schummelt sich in ein Restaurant rein, in ein super teures und kriegt das Essen sogar noch gratis, einfach durch seine Art, so eine beharrliche, ja, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Also die Leute, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Und es ist einfach unglaublich. Nicht? Also ich denke, da hat jeder, der den Film gesehen hat, schon mal da gesessen und so, boah, das müsste mir passieren, so hätte ich es gern gehabt. Ne? Und also Leute, die so wie ich jetzt schon ein paar Tage aus der Schule raus sind, dann auch so sagen, verdammt, ne? Wenn ich geschwänzt habe, dann habe ich irgendwie nichts gemacht. Oder wenn ich was gemacht habe, dann war es aber irgendwie nicht so cool. So, wirklich so einen tollen Tag bei geilem Wetter mit meinen Freunden so in der Großstadt verbringen und ja, da irgendwie
einfach nur coole Sachen machen. So, ne? Okay, auch wenn jetzt viele sagen, ja, ins Museum gehen ist jetzt aber nicht so cool. Das war dann so ein bisschen so dieser Bildungseinschlag, den dieser Film ja doch haben sollte. Nicht? Außerdem ihm auch noch auf den Fersen ist seine Schwester, gespielt von Jennifer Grey, genau. Ihren Rollennamen weiß ich jetzt nicht, Moment. Jeannie, genau, Jeannie, die genauso wie der D-Rex auch absolut nicht verstehen kann, dass Ferris immer mit allem durchkommt und ihn deswegen regelrecht hasst. Und auch sie möchte ihn überführen. Könnte man natürlich sagen, können sie sich ja mit dem Direktor zusammen machen, aber nein, beide wissen ja nichts davon und bekämpfen sich nahezu gegenseitig. Auch noch so ein Subplot sozusagen. Seine Schwester, die auch noch immer dabei ist. Ja. Witzigerweise in einer kleinen, klitzekleinen, unbenannten Nebenrolle der junge Charlie Sheen als ein drogensüchtiger Punk oder sowas, keine Ahnung. Er ist halt auf einem Polizeirevier und unterhält sich eine Weile mit Jeannie und irgendwann sitzen die knutschend in der Ecke. Echt, sehr schön. Und besonders wichtig zu erwähnen, denke ich mal, Ben Stein, ja, der großartige Ben Stein. Werden viele sagen, wer ist zur Hölle Ben Stein? Ben Stein ist dieser wunderbar monoton langweilige Lehrer, nicht? Immer so Bueller, 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 der so die Namen der Kinder am Anfang aufruft und einen unheimlich langweiligen Vortrag hält. Ben Stein war ein Schreiberling für verschiedene Präsidenten der USA. Im Making-of wird auch erklärt, wie er überhaupt zu dieser Produktion gekommen ist. Das ist eigentlich unwichtig, aber irgendwie wollte ihn Regisseur John Hughes drin haben. Eigentlich nur für diese kurze Bueller-Bueller-Rolle. Und das kam so gut an, dass er dann noch eine kleine Extraszene bekam, indem er einfach frei jetzt mal eben über irgendwas redet und natürlich kein Schüler weiß, worum es geht. Oder so da sitzt mit so einem wunderschönen leeren Gesichtsausdruck. Und für Ben Stein war das der Beginn einer kleineren Hollywood-Karriere. Er taucht immer in so einer kleinen Nebenrolle hier und da mal auf und immer in eigentlich derselben Rolle, immer so dieser sehr langweilige Typ, der ohne Betonung irgendwie spricht. Und dafür war er inzwischen abonniert, also zum Beispiel bei einer Bundy-Folge tauchte er auf oder auch bei John Hughes Folgefilm Ein Ticket für zwei hat er eine kurze Rolle. Also er ist immer irgendwie da und der Mann wurde zeitlebens, oder er lebt, oder ist er inzwischen schon tot? Müsste man mal auf Wikien. Ich glaube, er lebt noch, aber er wird halt immer irgendwie bloß mit diesem Bueller so angesprochen, was sogar so weit führte, dass diese DVD-Edition die Bueller Edition ist. Und er identifiziert sich so sehr damit, was ich sehr cool von ihm finde, dass er gesagt hat, auf seinem Grabstein müssen zwei Sätze draufstehen, nämlich er liebte Hunde und Bueller. Das finde ich sehr cool. Also Ben Stein, großartig. Ja, meine Lieblingsszene ist eigentlich so, naja, so kurz vor dem Ende, da gibt es so eine kurze Szene, wenn Ferris mit seinen Freunden in einem Taxi sitzt und plötzlich Cameron, sein bester Freund, bemerkt, dass im Taxi nebenan jemand sehr bekannter sitzt und sie alle drei so rüber gucken und dann plötzlich merken, hups, das ist ja Ferris Vater, der dann auch so rüber guckt und erst gar nicht schnallt, dass er seinen Sohn da sieht und sich halt wieder auf die Zeitung konzentriert und dann erst so rüber guckt und sie es dann irgendwie geschafft hat, so innerhalb von einer halben Sekunde oder so. Also die Szene ist echt ungeschnitten, das muss super schnell gegangen sein. Dass eine Ferris Freundin da sitzt und dann so ihn sogar ein bisschen anflirtet. Das ist irgendwie eine sehr witzige Szene, sehr, sehr coole Szene. Ja. Großartig. Wunderschöner Film. Wie gesagt, in den 80ern mit Sicherheit noch ein bisschen cooler gewesen als heutzutage. Da träumen die Kids dann eher von was anderem. Ne? Aber für die damalige Zeit war das, glaube ich, schon so, dass das ultimative Maximum.
Ja, auch einer der wenigen Filme, wo man den Abspann nicht gucken muss. Das ist ja, bleibt ja jedem mal selbst überlassen, aber man sollte ihn sich ansehen, weil da noch zwei Szenen sind. So ganz zum Schluss Ed Rooney, wie er noch in den Schulbus geht und dann so mit den ganzen Schülern noch so nach Hause fährt. Und ganz, 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 ganz zum Schluss, wenn alles durch ist, sehen wir noch einmal kurz Ferris auftauchen. Also für die Abspanngucker gibt's noch was. Ja, ich muss ja dazu sagen, das muss ich jetzt hier mal so einwerfen, ich persönlich bin Abspanngucker. Ich bleibe im Kino halt wirklich sitzen, bis es hell ist und der Vorhang zugeht und so. Ich kann das echt irgendwie nicht verstehen, wenn Leute, sobald da irgendwie ein bisschen Schrift auf der Leinwand, sofort hochspringen und ich muss hier raus, so unter dem Motto. Nicht? Für mich ist das eigentlich so eine Art Respektsbezeugung. Mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber so sehe ich das. Weil da haben wirklich zig Leute an so einem Filmprojekt mitgewirkt. Und auch wenn mir natürlich danach ihre Namen nicht sagen, aber sie alle sollen gewürdigt werden. Und ich möchte das auch sozusagen dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich tatsächlich sitzen bleibe und mir das zumindest mal alles ansehe. Und wenn da noch eine Szene kommt, ist das umso schöner. Nicht, wenn man dann am Ende rauskommt und sagt, haha, das hast du aber verpasst. So, gut. Okay. So, das wär's schon wieder gewesen für heute. In 3 Tagen geht's weiter und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ne, Moment, heute werfe ich noch was ein. Mein nächstes Video wird vor anderem Hintergrund laufen, weil ich dann umgezogen sein werde. Also eigentlich, wenn ich dieses Video hochlade, bin ich schon lange umgezogen, aber dann wird das erste neu produziert sein. Und gleich danach seht ihr mich nochmal vor dem alten Hintergrund. Aber gut, das ist eine andere Sache. Wie gesagt, in 3 Tagen geht's weiter und bis dahin bleibt mir immer noch zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.